Opposition ist nur einmal im Jahr. Mein Name ist Niklas und damit, meine Damen und Herren, begrüße ich Sie ganz herzlich zur Tagesshow. Okay. CDU und CSU. Die Show. Also, CDU und CSU sitzen nach 16 Jahren in der Regierung jetzt auch mal wieder in der Opposition. Aber immerhin hier, weil zweitstärkste Kraft im Parlament, Anführer der Opposition. Und wer dachte, im Bundestagswahlkampf letztes Jahr ging es bei der Union schon richtig wild ab, der wusste wohl noch nicht, wie die Union erst in der Oppositionsrolle abgehen wird. Grundsätzlich steht man in der Opposition und gerade wenn man von der Regierungsbank rüber in die Opposition rutscht, ja quasi vor so einem Scheideweg. Scheide. Auf der einen Seite kann man die Oppositionsrolle annehmen, sich inhaltlich mit der Regierung auseinandersetzen, diese kritisieren und kontrollieren, für eigene Ideale und Werte werben und generell eine demokratisch respektvolle Debattenkultur pflegen. Der andere Weg lässt einen zwar vielleicht ein bisschen als schlechten Verlierer dastehen, macht aber wohl, denke ich, mehr Spaß. Denn hier stehen Stimmungsmache, Polemik, Respektlosigkeit bis hin zur Lüge, blockieren und generell einfach rausballern auf dem Plan. Die Union stand nun also vor kurzem vor diesem Scheideweg. Weg. Wofür sie sich entschieden hat, könnt ihr selbst entscheiden. Hier nun mal ein kleiner Auszug. Da gibt es zum Beispiel diesen Tweet der CSU über sinkende Umfragewerte von unserem Kanzler von Deutschland, Olaf Scholz. Oder, wie die CSU es nennt, Kanzlerabsturz. Na gut, ist harmlos. Wirkliche Aufregung gab es vor kurzem, als rausgekommen ist, dass die SPD-Innenministerin Nancy Faeser vor paar Monaten für das Magazin von der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschisten einen Beitrag über den NSU 2.0 geschrieben hatte. Hier sang man dann seitens der Union gut und gerne im Gleichklang mit AfD und der Jungen Freiheit das Deutschlandlied. Also das Lied darüber, dass Deutschland jetzt untergeht oder kurz vorm Abgrund steht. Sowas. Der neueste Aufreger ist nun allerdings folgende News. Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan kommt zu Annalena Baerbock ins Außenministerium und wird dort Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Jennifer Morgan ist US-amerikanische Umweltaktivistin, gilt so als Klimaexpertin und auch noch international als gut vernetzt. Wenn man das so hört, könnte man denken, okay, so leicht kribbelt es vielleicht in einem von wegen Lobbyismus. Andererseits wechselt hier jemand in die Politik rein und nicht aus der Politik in ein privates Unternehmen, wie zum Beispiel Ex-Kanzler Schröder. Aber zu dem kommen wir später. Und außerdem ist es wohl auch ein Unterschied, ob man aus einem gewinnorientierten Unternehmen kommt oder aus einem gemeinwohlorientierten Unternehmen oder einer NGO. Obwohl hier wahrscheinlich auch mal mehr oder weniger Gewinnstreben eine Rolle spielt. Es ist also, sagen wir so, eine besondere Lage und sollte dann vielleicht auch ein bisschen differenzierter mit Fingerspitzengefühl betrachtet werden. Ja, kann man machen. Oder aber man macht es wie beispielsweise Markus Blume, der Generalsekretär der CSU, und haut folgende Sachen auf Twitter raus. Zum Ersten, kein Platz für Bayern im Kabinett, aber viel Geld für Aktivisten aus der grünen Blase im Regierungsapparat. Blume scheint hier also leicht entzürnt darüber, dass Morgan ins Auswärtige Amt kommt. Also na klar, die ist wohl gut vernetzt auf der internationalen Klima-Weltbühne und setzt sich seit Jahren für Klimaschutz ein. Und Klimaschutz muss ja global funktionieren. Und um genau das zu fördern, wird sie jetzt ins Auswärtige Amt kommen. Aber sie kommt halt leider nicht aus Bayern. Verdammt nochmal! Doch damit nicht genug. Markus Blume haut da auch noch folgende erhellende Kritik raus. Baerbock befördert Greenpeace ins Auswärtige Amt. Habeck, Attack ins Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Was kommt als nächstes? Die Antifa zieht im Bundesinnenministerium ein und Foodwatch berät das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft? Da muss die CSU erst in die Opposition kommen, um gute Vorschläge zu machen. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Was kommt als nächstes? Etwa einen BlackRock-Typen zum Parteichef wählen? Einen Verfassungsfeind zum Chef des Verfassungsschutzes machen? Einen Gesundheitsminister, der dubiose Maskendeals ermöglicht? Eine Landwirtschaftsministerin, die Werbung für Nestle macht und einen Agrarlobbyisten als Staatssekretär in ihrem eigenen Ministerium hat? Anti-Windkraft-Lobbyisten direkt im Wirtschaftsministerium oder, haltet euch fest, Andi Scheuer als Verkehrsminister? Ja, das hatten wir, das hatten wir alles schon. CSU-Generalsekretär Blume hatte übrigens auch erst am 7. Februar unter anderem mangelnde Führung in der Corona-Politik durch die Ampel bemängelt. Und ja, so irgendwie seitdem die Ampel ankündigte, zu Beginn der Regierungszeit sich die ganze Corona-Lage erstmal entspannt eine Woche lang angucken zu wollen, hat man jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich das Gefühl, dass diese eine Woche zugucken irgendwann ein Ende gefunden hätte.
Also Kontaktverfolgung ist eingestellt. PCR-Tests sind Mangelware und die Durchseuchung in den Schulen läuft auf Hochtouren, ohne dass man das mal wenigstens vielleicht auch einfach als offizielle Taktik öffentlich gemacht hätte. Weil dann hätte man das ja diskutieren müssen und sich vielleicht sogar schlussendlich verantwortlich zeigen müssen, falls das Experiment mit deutschen Kindern sich am Ende als Fehler herausstellt. Wir machen das schon irgendwie. Der letzte große Schlag in der Pandemiebekämpfung kommt eigentlich noch von Ende letzten Jahres. Denn hier wurde im Dezember die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Also eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und in Kliniken, so Gesundheitsbereich. Neben der Ampelregierung hatten damals dafür gestimmt auch die CDU und die CSU, sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag. Denn gerade CDU und CSU hatten ja bereits im Vorhinein lautstark für eine Impfpflicht plädiert und die Ampel für Tatenlosigkeit kritisiert. Und damit haben wir jetzt ein Bundesgesetz, und das haben wir alle in der ersten Stunde Staatsrecht gelernt, Bundesrecht schlägt Landesrecht. Also, der Bund beschließt was innerhalb seiner Zuständigkeit und dann können die Länder das dann halt ausführen. Sie müssen es sogar ausführen. In unserer Demokratie mit horizontaler, aber auch vertikaler Gewaltenteilung, Bund, Land, läuft das so. Und damit zurück zur Union in der Opposition. Die nämlich sind ja zwar auf Bundesebene Opposition, in manchen Bundesländern darunter, allerdings in der Regierung. Und so hat dann jetzt vor kurzem beispielsweise auch Markus Söder, der machiavellistische König von Bayern, angekündigt, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern, für die er selbst gestimmt hatte, praktisch jetzt einfach auch nicht umzusetzen. Machen wir doch nicht. Und Rückendeckung gibt es dafür auch von CDU-Chef Mr. Burns aka Friedrich Merz und dem Rest des CDU-Vorstands. Da werden dann Begründungen vorgeschoben, von wegen Impfpflicht im Gesundheitswesen würde zu Stellenverlusten führen und die Branche weiter belasten. Und diese Argumente, die stimmen ja wahrscheinlich sogar zum Teil. Nur hatte man halt damals trotzdem dafür gestimmt und sich weder in den 16 Jahren Regierungszeit davor noch seit dem Beschluss irgendwie groß dafür eingesetzt, dass sich im Bereich Gesundheit und Pflege irgendwas ändert. Nun bringt man also Dinge, für die man selbst mitverantwortlich ist, als Argument, um demokratiewidrig ein Gesetz nicht umzusetzen, welches man selbst vorher mitbeschlossen hat. Gemeine, fiese Internet-Hater würden jetzt sagen, die Union in der Opposition will sich hier einfach nur in dieser fucking Pandemie irgendwie profilieren, bremsen, sabotieren und vielleicht auch ein paar Stimmen sammeln bei denen, die sich halt auf partout nicht impfen lassen wollen. Denn würde es der Union wirklich um das Gesetz an sich gehen, dann gäbe es ja die ganz normalen rechtsstaatlichen Mittel, wie beispielsweise den Weg zum Bundesverfassungsgericht, den sie als Fraktion im Bundestag jederzeit sofort gehen könnten, aber das offenbar irgendwie nicht vorhaben. Hierzu sagte unser Justizminister Marco Buschmann aka MB Sounds gestern bei Illner übrigens, der Schritt zur Tyrannei ist immer dann, wenn sich die Inhaber der Macht selber aussuchen, ob sie sich an Gesetze halten oder nicht. Und SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, Merz und Söder würden eher auftreten wie pubertierende Jungs auf dem Schulhof, die jede Rauferei suchen. Sie würden einfach nur krampfhaft den Konflikt und die Abgrenzung suchen. Aber SPD ist Regierung. Es klingt alles... Naja, unterm Strich kann man sagen, mit der Union in der Opposition gehen uns auf jeden Fall nicht die Themen aus. Aufgrund von Stirnrunzeln könnten sich allerdings vielleicht langsam vorhandene Falten verhärten. Das Beste bei dieser ganzen Sache ist ja aber, es gäbe doch eigentlich so viele schöne Dinge, auf welchen die Union mal wirklich rumreiten könnte. Gerade als Opposition hat man auch zum Beispiel das Mittel der Frage. Allein an unseren Bundeskanzler mit dieser ASMR-Art zu reden, die mich by the way wahnsinnig macht, könnte man interessante Fragen stellen, wenn man wollte. Olaf Scholz. Was war denn da eigentlich im Cum-Ex-Steuerraub in Hamburg los? Warum hat die Stadt Hamburg mit Ihnen, Scholz, als Bürgermeister im Jahr 2016 darauf verzichtet, knapp 50 Millionen Euro illegales Cum-Ex-Geld von der Warburg Bank zurückzufordern und ließen diese Forderung verjähren? Warum hätte sich das ein Jahr später fast wiederholt, wäre nicht von oben interveniert worden? Also nicht von Olaf Scholz oben, sondern von noch weiter oben, vom Bund. Wie genau, Herr Olaf Scholz, liefen eigentlich diese Treffen ab zwischen Ihnen und dem Warburg-Mann Olearius? Wieso wissen Sie, Herr Olaf Scholz, jetzt im Untersuchungsausschuss plötzlich nichts mehr von gar nichts und können sich nicht erinnern? Wie findet Olaf Scholz das eigentlich, dass Olearius und jetzt auch ein weiterer Warburg-Banker Haftstrafen wegen Cum-Ex bekommen haben? Oder wie findet das Olaf Scholz, dass Wolfgang Kubicki von der FDP, ne, Teil der Ampel, neben seinem Bundestagsmandat für den Staat auch Rechtsanwalt von Cum-Ex-Erfinder Hanno Berger ist, also gegen den Staat? Oder man fragt Olaf Scholz mal zu seiner Zeit als Hamburger Innensenator, wo er die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln zur Beweissicherung bei mutmaßlichen Drogendealern eingeführt hat, was als einzigen Grund hat, dass man halt als Polizei dann nicht mehr warten muss, bis das Zeug von alleine rauskommt und wo dann nach Verabreichung des Brechmittels ein Mensch gestorben ist und er trotzdem an dieser Praxis festgehalten hat.
Oder man fragt Olaf Scholz mal nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Oder man fragt ihn nach Wirecard. Oder man fragt ihn und die SPD generell mal zum Verhältnis zum Altkanzler Gerhard Schröder, der ja jetzt mal bald Aufsichtsratmitglied im russischen Staatskonzern Gazprom wird und sich gleichzeitig offenbar immer noch mit der SPD-Regierung über Russlandfragen austauscht. Immerhin, das kam dann tatsächlich auch auf eine Anfrage der CDU raus. Es geht also tatsächlich auch anders. Naja, kommen wir zum Sprichwort des Tages. Mit dummen Menschen zu streiten, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal, wie gut du Schach spielst, am Ende gewinnt die Taube, weil die hat verdammte Street Credibility. Tja, kann man nichts machen. Und damit, meine Damen und Herren, wünsche ich ein schönes Wochenende. Und bitte, jetzt mal von Herzen, richten Sie Ihrer Familie von mir aus.